Boah, guck mal, was für ein toller Turm. Ah, jetzt muss er nur sich mal hinstellen. Hinstellen? Dann geht das besser. Super. Natürlich ist es ziemlich schwierig, an die Zukunft zu denken. Vor allen Dingen auch mit dem Kleinen. Ja, man weiß ja eigentlich noch nicht mal, ob man überhaupt die Einschulung miterlebt. Es war ein Notkaiserschnitt, weil die Herztöne von mir schlecht waren und dadurch auch von dem Kleinen. Ich bin einfach unter der Geburt völlig zusammengebrochen. Also ich selber war ja nicht dabei, somit habe ich auch keinerlei Erinnerung an diese Fotos. Aber es muss ziemlich nach der Geburt gewesen sein. Mein Mann mit dem Kleinen, der Kleine alleine. Ich wurde dann mit dem Rettungshubschrauber verlegt und nach Hannover geflogen. Und als ich in Hannover ankam, denke ich mal, dass mein Zustand eher 5 nach 12 als wie 5 vor 12 war. Es ist eine sogenannte peripartale Kardiomyopathie. Das ist eine Krankheit, die in vorher herzgesunden Frauen zum Ende der Schwangerschaft oder unter der Geburt oder in den ersten Monaten nach der Schwangerschaft plötzlich auftritt und zu einem massiven Herzversagen führt, was hin bis zur Transplantation mit Todesfolge führen kann. Wir wissen nicht, was der Auslöser für diese Krankheit ist. Ich bin dann halt aufgewacht und habe nicht nur meinen Sohn gehabt, sondern auch ein Kunstherz implantiert bekommen, wo man mir dann ziemlich schnell erklärt hat, dass ich nur mit diesem Kunstherz überleben kann. Das ist mehr oder weniger die Pumpe, die hiermit unten an die Herzspitze dran gesetzt wird, wo dann dieses Kabel von der Pumpe aus meinem Bauch rausgeht und hier drüber wird eine Verbindung zur Aorta gelegt. Die Angst ist eigentlich immer da, dass der ausfällt. Guck mal hier, da ist eine Taube auf dem Backer. Ich musste eigentlich alles neu lernen. Also ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gehen, laufen, ich konnte gar nichts mehr. Müssen wir dein Stuhlchen noch hier rüberholen, gell? Das ist schon anstrengend auch für mich. Also ich bin dann schon froh, wenn es den Mittagsschlaf gibt und er mittags eigentlich auch völlig pflegeleicht schläft und ich mich dann auch ausruhen kann. So, jetzt schläfst du schön, gell? Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Was macht man? Wagt man nochmals einen Ausbau in der Hoffnung, dass sie stabil bleibt? Oder versucht man mit dem Kunstherz einfach so lange bei ihr irgendwie halt weiterzugehen in der Hoffnung, dass es auch hält? Oder listet man sie für die Transplantation? Also das ist eine offene Frage, wo wir auch keine Erfahrung haben, was jetzt das Beste für sie ist. Also es tut sich was.
Das stimmt nicht. Aber es läuft auch noch was über die Pumpe. Das sehe ich auch. Ach, ich denke dann immer, durch die Frau Professor Hilfiger halt auch, kenne ich halt auch ein paar Geschichten, wo es entweder das Kind oder die Frau nicht überlebt haben. Und dann denke ich mir, ich kann froh sein, dass ich es überlebt habe. Ich wüsste nicht, was das jetzt auch helfen sollte. Vielleicht noch von der Transplantation auch Abstand nehmen. Aber das wissen wir noch nicht, wann die so weit sind. Und auch das ist ja einfach noch im Experimentalstadium, da können wir noch gar nichts dazu sagen. Wir müssen jetzt erstmal die Forschung machen, die Geräte besser machen. Es hat was von Rätselraten, weil ja eigentlich keiner genau weiß. Es ist ja, die Erkrankung wird ja selbst noch erforscht. Es stecken einfach eine Menge vielleicht da drin. Und ja, es ist ein schwieriges Gefühl, weil man verlässt sich wahrscheinlich auf ein Vielleicht. Wir sehen auf jeden Fall momentan noch die Erholung des Herzens bei Frau Funk als noch nicht so weit vorangeschritten, dass wir uns trauen würden, dieses Kunstherz auch wirklich auszubauen. Das weiß ehrlich gesagt keiner so richtig, wie lange so ein Kunstherz hält. Gut, das ist teilweise schon ein relativ deprimierendes Gefühl. Ich sag mal, klar, man macht sich in dem Moment Gedanken, die man sich in dem Alter eigentlich nicht machen möchte. Ja, aber ich sag mal, man versucht irgendwo, so geht es mir zumindest immer so, an das Positive zu denken und zu glauben. Aber es gibt dann eben doch die Momente, wo man dann auch irgendwo mal vom Schlimmsten dann eben ausgeht. Was wünschen Sie sich dann? Also ich bin eine junge Frau. Ich muss jetzt nicht auf der Stirn stehen haben. Vorsicht, Kunstherz. Okay. Bitte helft mir alle. Dummdi-dumm. Komm mit, wir schieben es zusammen rein. So. Dreirad. Komm. Kommst du wieder in die Garage?